Heute richten wir einen Barbecue an, aber mit Augenbinde, wie ihr sehen könnt. Der Aqua-Owner von den Deutschen Aquascaping-Kanal, Grüße gehen raus an Tobi, hat viele Leute nominiert, mich auch, ein Barbecue mit verbundenen Augen einzurichten. Und ich habe gedacht, ich mache da natürlich mit und habe schon mal alles vorbereitet. Ich bin jetzt hier alleine, also habe keinen, der mir hilft. Deshalb habe ich für das Ganze 15 Minuten Zeit, aber habe so gemacht, dass ich mir eine Box mit verschiedenen Steinen und Wurzeln rausgesucht habe, sodass ich dann mit verbundenen Augen das Hardscape raussuchen muss. Ich würde sagen, wir starten auch gleich mal. Timer auf 15 Minuten. Ja, 15 Minuten, los geht's. Ich habe jetzt einen 5 Liter Weißglas Cube als Barbecue. Den Deckel hätte ich schon auf die Seite legen können, aber das kriegen wir schon hin, dass der nicht kaputt geht. Und ich schau mal, ja, und ich habe hier einmal Aquarium Soil und hier noch den Doha Soil, also den Doha Jungle Base. Ich kann jetzt nicht lesen, was draufsteht, aber den Soil von Doha, wo ein bisschen Aktivkohle drinnen ist. Der wäre aber zu wenig, aber ich möchte den jetzt mal aufbrauchen. Und deshalb schütten wir den mal rein. Also zuallererst, was ist überhaupt ein Barbecue? Ein Barbecue ist ein Gefäß mit Aquariumpflanzen. Also ganz wichtig, in einem Barbecue sind nur Aquariumpflanzen drinnen, also keine Terrarienpflanzen oder Zimmerpflanzen. Und das Ganze ist über Wasser und das Ganze kommt so aus Japan. Da haben sie mit so Barbecue-Bällen Aquarien früher bepflanzt. Und jetzt schütten wir mal einfach den Soil rein. Ist auch jetzt gut, weil ich nicht weiß, wie viel das ist, aber es ist auf jeden Fall zu wenig. Ja, also vorne haben wir fast gar nichts, hinten ein bisschen, ja, auf jeden Fall zu wenig. Dann machen wir den zweiten Beutel hier auf, den großen Sack. Und mit den Barbecue-Bällen hat man früher oder mittlerweile manchmal immer noch Aquarien bepflanzt. Also so wurden die Pflanzen kultiviert und damit ging es einfach schneller, das Ganze zu bepflanzen. Ich habe irgendwo noch so einen Becher, ich glaube hier vorne. Ja, hier. Und damit hat man einfach Aquarien bepflanzt und manche haben es dann einfach benutzt als Zimmerdeko, Zimmerpflanze. Und das hat sich dann bei uns mehr so durchgesetzt, dass es überhaupt nur so eine Zimmerpflanze ist. Oder halt so eine Deko mit Aquarienresten. Man kann da auch alten Aquariumsoil nehmen. Ich habe jetzt den neuen da und benutze den. Oder halt zum Beispiel von Doha gibt es mittlerweile schon richtig viele Produkte für Barbecue. So wie so Neogläser, das ist jetzt so ein anderes Glas, 5 Liter. Finde ich aber auch ganz schön. Und es gehört auf jeden Fall mehr Soil rein. Ich hoffe, dass ich auf die, mit den 15 Minuten auskomme, weil ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich dann nicht fertig bin nach den 15 Minuten, weil ich weiß ja nicht, wie viel Zeit es ist. Und ich glaube, es passt erstmal, oder? Ich fühle immer so mit den Fingern jetzt, wie tief ich da bin. Ein bisschen was könnte noch rein. Ich hoffe, dass mir der ganze Sollsack nicht runterfällt. Das wäre nicht so ideal. Ich nehme den lieber schon mal auf den Boden. So, hier haben wir jetzt das Gefäß. Und dann kommen wir jetzt erstmal zum Hardscape. Ich richte mir das Ganze ein bisschen aus. Oh, das war ein Fehler. Jetzt weiß ich nicht mehr wohin. Ich hoffe, dass das relativ gerade ist und nicht zu hoch, aber ich glaube, es passt. So, dann kommen wir zum Hardscape. Ich habe hier verschiedene Wurzeln. Dann habe ich verschiedene Steine. Ich weiß, welche Steine da drinnen sind und ich weiß auch, welche ich, glaube ich, verwenden will. Aber ich habe halt unterschiedlich reingegeben, sodass ich fühlen muss, was das ist. Ich glaube, das müsste so ein versteinertes Holz sein. So ist eine Art. Das glaube ich auch. Dann das ist ein flacher Basalt, nein, nicht Basalt, sondern Schieferstein. Und ich glaube, das ist einer von denen, was ich gerne hätte, und zwar eine dunkle Pagode. Ich hoffe mal, ich schau mal, vielleicht finde ich noch einen anderen. Der hier vielleicht, der schaut schön aus, oder fühlt sich gut an. Ja, fühlt sich gut an, weil ich sehe ja nichts. Hat viel Struktur. Und schauen wir mal, ich platziere den mal hier drinnen. So. Hier ist jetzt noch Platz, vielleicht. Ich weiß nicht, ist das ein dunkler Pagodestein? Hier habe ich noch irgendeinen so Lava Perils, müsste das sein. Ja, das merke ich gleich. Aber bei denen, ich bin mir sicher, habe ich noch andere Steine. Mini-Landschaft hätte ich auch noch dazu mischen können. Die habe ich aber woanders, deswegen habe ich darauf vergessen. Aber das ist auch auf jeden Fall so einer. Sage ich jetzt mal. Dann schauen wir mal, wie könnte der gut passen. Ich versuche so die Struktur so ein bisschen erkennen mit den Fingern. Dass die Steine so ein bisschen zusammenpassen, aber ich habe keine Ahnung, ob mir das gelingt. Und ich merke, jetzt brauche ich mehr Soil. Dann habe ich jetzt den Becher da reingegeben, oder? Ja. Hier. Das ist echt schwieriger, als ich dachte. Ich bin gespannt, wie die anderen das machen. Und wie viele Leute da mitmachen. Ist ja schon ganz witzig. Vor allem Leute, die dann vielleicht noch gar nicht den Barbecue gemacht haben. Und ich hoffe, dass da einige mitmachen.
Ich schütte einfach mal rein und hoffe, dass es circa dorthin geht, wo ich es haben will. Solange es in dem Glas ist, ist es ja schon mal gut. So. Schauen wir mal. Ja, vorne kann noch ein bisschen was hin, glaube ich. So, hier ist der Stein. So, dann haben wir das. Hier ist mein Handy, okay. Hier ist die Abdeckung, vorsichtig. So, ich glaube, von Harzgewebe ist das schon mal okay. Ich glaube, eine Wurzel wäre dann zu viel, oder? Ich habe hier Spiderwood, ist auf jeden Fall zu lang dafür. Noch so ein Spiderwood. Aber ich glaube, das wäre zu viel, oder? Ich weiß auch nicht, wie die ausschauen, das sind halt schon benutzte Stücke und ich glaube, da ist dann da noch Kleber dran. Und wenn ich die dann normalerweise wieder verwende, dann mache ich so, dass ich so platziere, dass man den Kleber nicht mehr sieht oder dass ich den auch weggebe. Aber jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich habe auch so, ja, hier so irgendein Driftwood-artiges Holz. Aber ich glaube, mit Wurzeln oder das hier, na, das passt auch nicht. Hier sowas. Aber ich habe jetzt schon so oft so Cubes mit so einer Wurzel eingerichtet. Ich habe auch aktuell gar keinen Barbecuser. Ich habe einfach keins hier. Ich habe nur so Gläser mit auch Terrarienpflanzen. Deshalb war es doch gar nicht so einfach, genug Pflanzen rauszusuchen. Aber habe ein paar gefunden. Ich habe ein paar aus Aquarien rausgeholt. Okay, das ist schon mal geil, aber ja. Hier habe ich ein paar rausgeholt. Das sind gar nicht so viele Pflanzen. Und hier habe ich einiges an Moos, also einiges an Ricardia camitifolia. Ist ziemlich viel. Habe ich von einem Aquarium hinter mir irgendwo hier abgeerntet, weil es schon ziemlich überwuchert ist. Und das möchte ich als Bodendecker benutzen. Eine Sache, auf die ich jetzt nicht gedacht habe, ist auf eine Sprühflasche, weil normalerweise besprühe ich das Ganze dann hier, den ganzen Soil, damit der feucht ist, damit die Pflanzen nicht gleich austrocknen. Jetzt muss ich mich einfach ein bisschen beeilen, ich habe eh nicht mehr so viel Zeit und ich habe hier so kleine Polster aus Ricardia, also ziemlich viel und damit versuche ich das Ganze schön auszulegen. Es sind auch Stücke dabei, die nicht so schön sind, deshalb hoffe ich, dass ich da welche erwische, die gut ausschauen. Ich habe die einfach in so einer Box jetzt schon ein paar Wochen, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und jetzt lege ich mal den ganzen Boden damit aus. Das ist ein bisschen ein Luxus mit so Ricardia camitifolia, was ja eigentlich relativ teuer ist, wenn man es kauft, den ganzen Boden hier auszulegen und einige Portionen dafür zu verwenden. Aber das finde ich schaut auch dann richtig gut aus, wenn es mal auf dem Soil fest wächst, das Moos. Es dauert ein bisschen, bis es dann schön aussieht. Aber wenn das dann schön fest wächst und schön flach wächst, kann das auch richtig cool sein. Also bin ich da gespannt, ob das Ganze noch was wird. Kann natürlich sein, dass jetzt irgendwie Stellen dabei sind, wo das Moos dann irgendwie vertrocknet, weil ich das irgendwie hinlege auf den Stein oder so. Aber da kann man ja nachher noch ein bisschen was ändern. Oft ist es ja so, dass das Barbecuser am Anfang ja nicht so gut aussieht, dass die Pflanzen sich erstmal umstellen müssen von Submersenwuchs. Ich habe hier auch Pflanzen irgendwo, die Submersen aus dem Aquarium kommen. Die müssen sich dann zuerst umstellen. Ich habe auch hier extra ein Glas genommen, was abgedeckt ist. Weil dann funktioniert das immer besser, weil dann hat man hohe Luftfeuchtigkeit und dann stellen sich die Pflanzen leichter um. So, ich muss mal schauen, wo ist denn noch ein bisschen Platz. Deshalb fühlt man gar nicht so leider. Ich weiß nicht, wo ist halt jetzt noch eine Lücke, wo noch ein Polster hin könnte und wo haben wir schon genug Moos. Ich glaube, vorne müsste es eigentlich schon passen. Und hinten setze ich erstmal die anderen Pflanzen an. So, hier ist die andere. So, ich habe natürlich auch eine Pinzette, die liegt hier neben mir. Brauche ich jetzt auch. Jetzt habe ich hier ein paar Pflanzen, muss ich erstmal erfüllen, welche das sind. Hier Pinnatifida, eine echt coole Barbecuser-Pflanze. Noch einen Trieb davon. Hier ist, glaube ich, Hygrophila polysperma. Nochmal, ich habe aber auch irgendwelche kleinen Pflanzen. Ja, hier, die Pflanze ist richtig cool. Ich habe da noch ein Stück. Und zwar Bolbitis deformis. Also ein Bolbitis, aber ein kleinerer, der unter Wasser oft nicht so gut funktioniert, aber auch oft als Aquariumpflanze verkauft wird. Also er geht schon unter Wasser, aber wächst ziemlich langsam und nicht so gut. Den möchte ich hier auf jeden Fall haben. Das soll auch nicht zu trocken sein, sondern eher ein bisschen weiter unten im Moos, wo es auch ein bisschen feucht sein wird. So als Übergang könnte es richtig gut ausschauen. So, jetzt
Jetzt habe ich ja alles durcheinander gebracht, aber was ganz interessant ist, glaube ich. Dann habe ich hier ein bisschen Stolgüne Repens. Ich glaube, die muss so sein, ja. Und hier habe ich die Pinzette, ja. Hier habe ich die Pinzette. Also eine Pinzette ist schon noch da auf jeden Fall wichtig. Und jetzt versuche ich die hinten einzusetzen, aber trotzdem ein bisschen weiter vorne, weil ich natürlich ganz hinten höhere Pflanzen hinsetzen will. Und ich hoffe, dass ich die halbwegs gut einpflanze. Jetzt, was ist das? Das müsste Pinatifida sein. Und das auch, glaube ich. Ich glaube, es fliegt doch schon die Hälfte von den Pflanzen daneben. Das ist auch, glaube ich, noch Stolgüne Repens. Setzen wir auch mal hier rein. Dann haben wir hier Hygrophila, glaube ich. Die ist ziemlich groß, deswegen kommt sie hinten ran. So, habe ich jetzt hier nicht irgendwas abgelegt? Nein. No. Habe ich nicht irgendwo gerade die Pinatifida hingelegt? Okay, ist das schon schwierig, welche Seite ist das? Und ich glaube, das ist eine Pinatifida. Ich glaube, das fühlt sich so an wie das, wie die Pinatifida. Kommt mal hier in die Mitte. Dann hier. Das ist eine Hygrophila. Ich hoffe, das ist auch halbwegs eine Kamera. Ich kürze die ein bisschen, sonst ist die zu hoch. Die muss ich halt noch umstellen, also bin ich gespannt. Ich habe noch schon länger nicht mit Zugmeersenpflanzen im Barbecue eingerichtet. Ich schaue sonst schon immer, dass ich Emeraser-Pflanzen benutze. Da schaut es bestimmt jetzt gleich richtig aus, wenn ich hier dann die Augen wieder runternehme. Es sind überall Sachen verteilt. Das ist auch. Ah, shit, die ganzen Pflanzen liegen in der Hardscape-Box jetzt. Ich glaube, das ist eine Pinatifida. Ich will auf jeden Fall noch mehr Pinatifida hier haben. Versuche meine Augen einfach zuzumachen. Ich sehe zwar nichts durch, aber wenn ich ein bisschen nach unten schaue, würde ich, glaube ich, ein bisschen was sehen. Ich hoffe, dass ihr mir da vertraut, dass ich hier nicht irgendwie schummel. Ich werde auch ein bisschen schneiden, also vielleicht ein paar Sachen ein bisschen geschnitten. Aber halt nur, damit es einfach schneller ist fürs Video und nicht zu langweilig wird. Natürlich, wenn ich mir da irgendwer nicht glauben sollte, dass ich da die Augenbinde auf habe, kann ich noch irgendwo mal die kompletten Aufnahmen zeigen. Aber es geht ja hier eh mehr um Spaß zu haben und nicht, wer jetzt wirklich das schönste Barbecue baut. Ich hoffe, das verstehen die meisten. Ist das... Ich glaube, das ist noch ein Bitis, die Form ist. Ich glaube ja. Der kommt einfach hier rein. Oder es ist eine. Es könnte auch eine Stolgüne sein. Ist jetzt mir irgendwas reingefallen? Nein, ist dahinter gefallen. Und das ist auch eine Pinatifida. Und ich glaube, das ist hier das Ende. So, ich glaube, langsam haben wir es. Ich glaube, ja, hier ist noch ein Loch. Brauchen wir auch ein nicht zu langes Stück. Ich glaube, das ist auch eine Pinatifida, aber egal. Ich bin echt gespannt, wie das gleich aussieht. Ob das halbwegs okay aussieht oder ob das irgendein Haufen voll mit Pflanzen ist. Oft ist ja weniger mehr und wenn man dann zu viel drin hat, dann sieht das dann auch nicht gut aus. Ich glaube, das ist noch eine Pinatifida. Ich weiß nicht, ob das dann schon echt zu viel ist oder zu wenig. Ich habe Angst, dass es dann zu leer aussieht und einfach nicht fertig ausschaut. Aber auch, dass es da einfach alles kreuz und quer ist und nach gar nichts aussieht. Ich will ja schon, dass es so halbwegs nach was aussieht. Kommt einfach hier hinten noch dazu, dass es dichter wird. Ich glaube, ich fühle nochmal. Ich glaube aber, dass ich fertig bin. Ja, ich würde sagen, ich bin fertig mit meinem Barbecue und nehme mal die Augenbinde ab und schaue, wie das Ganze aussieht. Boah, es ist jetzt hell. Also ich habe ja noch Lichter und so aufgebaut. Boah, ich muss erstmal klarkommen. Okay, hier ist sogar auf jeden Fall eine Nicht-Aquarienpflanze, eine Selanginella. Zum Glück habe ich die nicht benutzt, weil sonst hätte ich auch schon gefailt. Und ich sehe schon, ich habe viel zu viel Soil verwendet. Also, und hier ist der Timer. Also, 15 Minuten sind vorbei. Ich habe es in, ich glaube, 14 Minuten jetzt geschafft. Also, war ganz knapp. Ich dachte eigentlich, dass es noch mehr Zeit ist. Ich habe schon gedacht, ja, 15 Minuten ist ja easy. Da hat man ja genug Zeit für das. Aber war jetzt eigentlich echt knapp. Also,
Das hat nicht ganz so gut geklappt mit der Säulenhöhe. Aber vielleicht auch mal ganz cool, dass es einmal ein bisschen höher ist. Die Steine gehen fast ein bisschen unter, das hat sich irgendwie höher angefühlt, die Steigung. Aber kommen ganz gut durch. Hier, die Pflanze liegt einfach drinnen. Ja, die lasse ich einfach. Ist einfach so. Aber sonst, ja, es ist auch ein bisschen Eleucharis in den Physidens. Aber sonst, glaube ich, ist es okay. Ist jetzt kein Meisterwerk und kann man natürlich noch schöner machen. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden, bis auf die Säulhöhe. Die ist nicht ganz so ideal. Jetzt noch zur Pflege. Also ich mache das meistens mit Aquariumwasser, mit Gießkannen. Gieße ich das immer voll, damit das Ganze feucht ist. Also nehme ich jetzt hier mal Wasser und befülle das Ganze. Ein Vorteil hat das Ganze, wenn man so viel Bodengrund hat. Es bleibt ziemlich lange feucht, also es trocknet nicht so schnell aus. Ich habe schon oft gehabt, wenn ich einen Sandbereich mache vorne, dass dann immer sehr schnell das Wasser vertrocknet, weil man nicht so viel Wasserreservoir hat. Und dann ist es oft so, dann vergesse ich zu gießen und dann vertrocknet das Ganze irgendwann. Und hier habe ich jetzt erstmal genug Wasser dann drinnen. Es kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was. So, ich glaube, das reicht auch erstmal. Und dann kommt noch der Deckel drauf. Das ist immer eine gute Sache, wenn man ein Gefäß hat mit Deckel. Dann funktioniert das einfach viel besser als ein Barbecusa. Ich besprühe die auch gar nicht, sondern nur manchmal am Anfang mit dem Barbecusa-Mist. Und sonst gieße ich einfach nur, dass immer der Boden nass ist. Ansonsten zu den Pflanzen. Hat relativ gut funktioniert. Ich glaube, ich habe mich ein paar Mal vertan mit der Hygrophila, weil ich habe nicht gedacht, dass die so lange Blätter hat. Irgendwie hatte ich da nicht so richtig geschaut. Ich habe auch geschaut, dass ich jetzt nicht so genau darauf achte, was für Pflanzen ich da raussuche. Aber es hat ganz gut gepasst. Also links und rechts die Hygrophila Polysperma. In der Mitte die Hygrophila Pinnatifida. Und hier vorne das Ricardia, hier hinten auch. Und hier der Pulpitis deformis. Hier, das war wirklich eine Storagyne. Hier vorne ist, glaube ich, auch ein bisschen Storagyne, die man noch nicht sieht. Aber so finde ich es ganz cool. Ich bin gespannt. Jetzt kommen hier noch Springschwänze rein. Das sind so kleine Insekten. Gibt es auch bei Liquid Nature zu kaufen. Generell alles habe ich euch verlinkt in der Beschreibung, falls ihr das nachmachen wollt. Ihr könnt das auch so blind machen, wenn ihr wollt. Könnt dazu ein kleines Video machen oder einfach so für euch und dann auf Instagram oder so teilen. Und den Tobi schicken und mir schicken. Und sonst auch einfach, wenn ihr ein normales Barbecue bauen wollt, ohne verbundenen Augen, kann man das natürlich auch machen. Die Springschwänze fressen alles, was so abgestorben ist, abgestorbene Blätter und sorgen dafür, dass das Ganze gesund ist und nichts zum Schimmeln anfängt. Jetzt stelle ich das Ganze da drüben hin unter einer Lampe und beleuchte das Ganze so in etwa 10 Stunden. So 10 bis 12 Stunden am Tag ist immer gut. Ein Barbecue braucht nicht zu viel Licht, also da reicht irgendeine Schreibtischlampe auch. Es gibt aber auch verschiedene Lampen. Ich benutze hier zum Beispiel die ONF Flat Nano Stands, glaube ich heißt die. Die habe ich schon länger zu Hause. Die ist relativ stark, aber das passt perfekt für so einen Cube. Und so ist es relativ pflegeleicht und hat relativ wenig Arbeit mit so einem coolen Gefäß und so einer Pflanze und kann vor allem das Ganze auch aus Aquarienreste machen. Zum Beispiel aus Steinen, die übrig geblieben sind, aus Aquariumbodengrund, also Soll, der übrig geblieben ist und auch Pflanzen, die aus dem Aquarium rausgeholt worden sind. Also ich bin echt gespannt, wer alles mitmacht und was für Barbecusa da rauskommen. Vielleicht da in den nächsten Roomtouren Updates dazu geben und dann bis zum nächsten Mal.